Das globale Klima heizt sich auf. Die Gründe dafür liegen in der zunehmenden Mobilität sowie in der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl zur Energiegewinnung und die Warenproduktion. Aber auch die Abholzung der Wälder, die CO2 binden, trägt zum Klimawandel bei. Es wird gespult. Wir haben hier mal vorgespult. Dürfte ja alles soweit bekannt sein, oder? Ist Klimawandel ein Problem für dich? Nee, ist nicht. Ist kein Problem? Globale Erwärmung? Ja, alles normal. Keine Ahnung. Klimawandel? Also in Hannover gibt es ganz schön oft Klimawandel. Also mal Sonne, mal Regen, mal Schnee. Das ist schon blöd, wenn warmes Wetter ist und dann auf einmal nicht. Und dann bekommt man auch Kopfschmerzen und so. Es ist ja gerade aktuell wieder in der Presse, dass das Nordkap jetzt noch schneller schmilzt als die letzten Jahre. Deshalb sollte man halt was machen. Und es ist halt auch nichts, was man, sage ich mal, in 20 Jahren wieder umkehren könnte. Sondern wenn man es jetzt nicht macht, dann nie. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mehr auf erneuerbare Energien setzen. So. Ist ja jetzt auch ganz groß in den Medien. Nein, das Dumme ist halt, dann erwärmt sich so das Klima. Und eigentlich weiß das ja jeder, aber trotzdem machen halt viele auch nicht so viel dagegen. Und eigentlich könnte ja jeder was tun, nur man so im Leben, da denkt man da auch oft gar nicht dran. Okay, wir haben ein Problem. Und das ist bekannt. Aber was heißt das für unsere Zukunft? Und was heißt das für die niedersächsische Jugendverbandsarbeit? Wir haben für euch einen Blick in die Zukunft gewagt. Katastrophe trifft Niedersachsen. Cola-Lieferungen fallen aus. Durch die anhaltende Hitzewelle bitten wir die Bürger, auf Trinkwasser auszuweichen. Ein echter Pfadfinder lässt sich nicht hängen. Komm zu uns und hilf, den Klimawandel einzudämmen. Allzeit bereit. Das Engagement Jugendlicher ist stark zurückgegangen. Leider hat sich auch im Klimaschutz nicht viel getan. Lediglich der Abstand der internationalen Klimakonferenzen hat sich verringert. Deshalb brauchen wir dich. Sei dabei, mach mit. Die evangelische Jugend aus dem überschwemmten Niedersachsen freut sich auf neue Aktive. Besonders in Sachen Klimaschutz. Voraussetzung für die Mitarbeit in den Kirchen? Seepferdchen oder besser Tauchschein? Das kann's ja wohl nicht sein. Da frage ich gleich nochmal bei den Verbänden nach, ob die das Thema nicht ein bisschen ernsthafter angehen. Wir fahren Fahrrad. Wir essen vegetarisch. Oder vegan. Und vegan. Wir beziehen Ökostrom. Und noch viel mehr! Für jeden Pfadfinder gilt der Leitspruch: Verlasse die Welt ein Stückchen besser, als du sie vorgefunden hast. Und deswegen singen wir: Fahrt mit Öffis, Bahn und Bus, besser noch ganz klar zu Fuß. Der Klimaschutz, der hält uns fit. Seid dabei, macht aktiv mit. Kommt, lass uns den Anfang machen. Wir probieren neue Sachen. Wir brauchen Mut und Fantasie, sonst ändern wir die Erde nie. Hey! Wir finden es wichtig, sich für den Klimaschutz zu engagieren. Gott hat uns am Anfang erschaffen und uns den Auftrag gegeben, seine Schöpfung zu bewahren. Außerdem wollen wir, dass auch nachfolgende Generationen noch viel Spaß in der Natur haben können. Für uns als DLRG Jugend Niedersachsen bedeutet Klimaschutz nicht nur große Veränderungen, sondern auch zum Beispiel nach dem Grillen am See den Müll wieder mitzunehmen. Fest steht, Klimawandel und globale Erwärmung sind zentrale Herausforderungen für unsere Zukunft. Die Lebensbedingungen werden sich weltweit, aber auch in Niedersachsen grundlegend verändern. Es gibt unsagbar viele Möglichkeiten zur Einflussnahme auf umweltpolitische Geschehnisse. Lasst uns auf unserer Ebene beginnen und sorgt aktiv mit für ein gutes Klima und eine lebenswerte Umwelt. Kneifen ist nicht. Los geht's!